So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Überlebenden. Blut. Sehr viel Blut. Ja. A lot of blood. A lot of blood. Geht der Weg irgendwie auch noch weiter, ne? Aber wir müssen erstmal hier hin. In die andere Richtung können wir später mal gucken. Ja, hier gibt es überall was zu finden. Hinter jeder Ecke ist immer irgendwas. Irgendein Gegner, der irgendwas gibt. Irgendeine Kiste. Irgendwas Verstecktes. Der Herr von Undweg. Ich muss einen anderen Weg finden. Die Blutspur führt zur Höhle. Die Blutspur führt zur Höhle. Na, dann gehen wir doch mal in die Höhle. Irgendwas ist dort. Warum denn nicht, ne? Wir haben immerhin eine Fackel. Das sieht geil viel besser aus. Aber im Spiel können die auch ewig zubringen. Also. Steve, ich sollte mir das Genick nicht brechen. Okay. Übel. Leck mich. So. Hey, du hast irgendwie was verloren. Ich glaube ein Bein oder irgend so ein Scheiß von dir. Alles gibt. Also wir gucken uns nur um, weil es könnte ja sein, dass hier, wie zum Beispiel hier, welche Fässer sind und sowas, ne? Schnuröl, leere Flasche, Fett eines weißen Wolfs. Oder wie hier zum Beispiel, dass da unten jemand ist. Schon wieder eine schwarze Puppe. Was hat es damit auf sich? Komisch. Seltsam, oder? Naja, schon so ein bisschen. Weiter. Ich mag ja solche Tropfsteinhöhlen, finde ich super, super cool. Das hat irgendwie immer was Geheimnisvolles, Mystisches, finde ich. Ja. Jedes Mal, wenn ich als Kind damals in solchen Tropfsteinhöhlen war, hatte ich die Hoffnung, dass ich irgendwas Verstecktes finden würde. Irgendwas total Legendäres, Episches, so. Ja, weiß auch nicht. Halt Fantasie, ne? Ja. Warum nicht? Okay, wir sind überladen. Müssen wir nicht landen?
Ziel außer Reichweite. Ach so, stimmt, ich bin noch überladen. Na egal, ich komme kurz hier oben hin. Sieht mir jetzt nicht so aus, als ob hier irgendwas wäre. Genau, aber ich wollte ja gucken, wegen hier, von wegen irgendwas herstellen oder so. Vielleicht können wir Alchemie. Oh, warte mal, was Neues. Chance auf Vergiften. Hier, das ist schon. Zwergenklinge hört sich schon geil an, ne? Aber macht halt wenig Sinn. Gucken, was wir reparieren. 83%. Oh ja, unbedingt reparieren. Definitiv, das ist nicht so gut. Also mehr Runen kann ich gar nicht anbringen. 78. Ja, das sieht noch alles gut aus, da wollen wir keine Gedanken machen. Mal kurz gucken bei Alchemie. Ah, Tränke. Aha. Ja. Öle finde ich jetzt wichtiger. So, gucken, wir haben immer noch zu viel. Aber das ist nicht so das Thema. Das kriegen wir weg. Bomben. Ach ja, stimmt, Bomben haben wir auch noch. Können mich was verzieren, genau. Ah, verbrauchen, Wunde wechnaft. Machen wir dann noch hier, guck mal. Honigfarbe. Was der alles dabei hat, Wahnsinn. Guck mal, Dörrobst. Schon schnieke, du, ey. So gut ist manch anderer nicht. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt am besten machen können. Alchemie. Aber wir sind halt definitiv an der Belastungsgrenze, ne? Da geht nicht mehr viel. So, wir sind fort mit dir, Brot Satans. Naja, zumindest können wir das bisschen einladen, ohne dass großartig was passiert. Das ist auch schon mal was. Da wir dorthin sollen, würde ich erstmal jetzt hier hingehen. Und gucken, was wir jetzt hier so finden. Genau. Ah, Rundstein, okay. Und schubst ihn wieder überladen. Das ist doof. Das heißt nämlich, ich kann nicht mehr rennen. Und das ist echt richtig kacke. Aber wir können halt nicht viel machen, ne? Einzige wäre halt hier so ein Gammelkack wegzuwerfen. Ja, 131, 76. Das wäre der theoretische Wert. Muss man natürlich auch immer sagen, ne? 88, 300 schlag mich tot, 800 schlag mich tot. Ehrlich gesagt bezweifle ich ja, dass die Dinge überhaupt was bringen, aber hier Jägerhandschuhe zum Beispiel. Ja, werfen wir einfach mal das weg. Das wiegt auch ein bisschen was, ne? Ja. Also von daher wegwerfen. Ja, und schwupps geht wieder was. Ja, ich weiß sonst bloß nicht was. Ja klar, den ganzen Sprit könntest du noch wegwerfen, ne? Oder hier bei Sonstiges zum Beispiel gibt es garantiert auch jede Menge Scheiß, der einfach nichts wert ist. Abschließend einer Quest benötigt wird. Okay.
Der Schädel? Ist ja Hammer. Na gut. Lassen wir das. Aber wir können zumindest mal rennen. Wenn jetzt was anderes passiert. Wenn wir eine super coole Truhe finden mit irgendwie vor den mega epischen Sachen. Müssen wir uns halt schon überlegen, wie wir es am besten machen. Da das aber noch nicht der Fall ist. Kann ich das ganz entspannt angehen, ja. So, ist auf jeden Fall eine Kiste und neue Spuren. Das so, okay. Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Warte mal. Na komm, mal nicht dann. Wir mal sehen, wer das hier ist. Und wer ist es? Kennst du ihn? Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Thorsten. Ah, okay. Man kannte sich wohl. So sind sie, die Skellige. Boah, ist hier viel Blut, ey. Alter Schwede. Ist schon ein bisschen viel, ne? Also wenn da noch einer überlebt hat, oder die Waldfee. Oh, Meteoritenerz, super geil. Die nächste HP hier. Oder heißt er hier ein bisschen anders, ne? Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Der Rest der Mannschaft ist weiter. Wie viele mögen da noch übrig gewesen sein? Gute Frage. Oh, da haben wir einen. Hjalmar hat hier viele Männer verloren. Oh, ja. Er wollte unbedingt mit uns kommen. Tja, schlimm. Wir kommen nie wieder nach Hause. Kriegen kein richtiges Begräbnis. Hammerhart, oder? Ja, schon so ein bisschen, finde ich. Na, sie haben ziemlich viel nach hier unten geschafft, ne? Hm, oder das war schon hier. Das kann natürlich auch sein. Die schnieke Sachen hier, du. Was soll ich mit der Spitzhacke? Egal. Wobei halt. Ist die Sache, brauchen wir die wirklich? Die stumpfe Spitzhacke? Ha. Ich glaube ja eher nicht, ne? Ne, nicht so wirklich. Oh, doch, hier. Ach so. Ja, den werfe ich sie wieder weg. Okay, da. Der Tunnel ist eingestürzt. Irgendein Baum. Sind die nach da oben oder was? Sieht so aus. Da würde ich sagen, werden wir kämpfen müssen. Komm schon. Nicht ausweichen. Yes. Nicht so dein Tag, ja?
Aber hier oben ist nichts. Na, irgendwie ein paar Spuren gibt's hier. Warten nur, bis sie über uns ist, dass wir sie direkt dann halt erwischen können. Ah, jetzt aber. Hier ist aber nix. Na, vielleicht einer in den Tod gestürzt, aber auf jeden Fall sind die da oben. Krass, ey. Also zumindest, falls es noch jemanden gibt, dann sind sie dort oben. Ich hoffe es ja. Tja. Auf jeden Fall keine erfolgreiche Expedition, würde ich sagen, ne? Ne. Okay. Pfeilen durchlöchert. Köcher abbekommen. Boah, krass. Trotzdem nicht geschafft, ne? Noch sehr, sehr viele gewesen. Ach. Ah, super. Oh, 64, ei. Na, wir sehen, wie viel Schaden die einstecken können, ne? Also unser Armbrust bringt da mal gar nichts. Mit dem Schwert haben wir ihn halt ratzfatz platt. Ja, deshalb. Wahnsinn. Jetzt rissen wir rein, ist mir ein bisschen zu langwierig. So, ich habe jetzt hier was gesehen. Achso, ne, das war er. Okay, ich dachte schon, es wäre einer von denen. Die haben echt kein Glück gehabt, ne? Okay, mal das Skript. Okay. Jo, warum nicht, ne? Ach, schon wieder falsche Taste. Müssen wir wieder was loswerden. Eieiei, das wird echt immer schlimmer. Nicht mal, dass das hier am wenigsten wert ist. 172, 88, so. Wegwerfen. 200, schlag mich tot. Hier, 76, wegwerfen. Das haben wir neu bekommen gerade, ne? Schwere Rüstung. Also sind schon gute Sachen dabei. 93, auch wegwerfen. So, nun gut, ich mache eine kleine Rast und sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.